Maschas Gruselgeschichten. Wisst ihr, Erwachsene fürchten sich manchmal auch vor den allerseltsamsten Sachen. Es war eine nette Großmutter. Die hatte Angst, dass ihr Enkel ihr Essen nicht mögen würde. Sie ließ sich immer wieder tolle, neue Rezepte einfallen, damit er ihr Essen mochte. Aber egal, was sie tat, ihrem Enkelsohn schmeckte das Essen, das sie für ihn kochte, einfach nie. Ist das Haferbrei? Nein. Die Großmutter gab dem Enkel, nun, eine hübsche rote Tomate. Aber der Enkelsohn schrie nur noch lauter. Ich sagte, ich will keine Tomaten, ich mag sie nicht. Ich will Tomaten mit Schokoglasur. Und platsch, warf er die Tomate einfach an die Wand. Die Tomate blieb einen Moment an der Wand hängen und fiel dann auf den Boden. Und wisst ihr, was an der Wand zurückblieb? Ein riesiger roter Fleck. Und so lehnte der Enkel jedes Essen ab, das seine Omi für ihn kochte. Dann drehte er sich herum und sah, dass seine Omi verschwunden war. Was war denn nur mit ihr geschehen? Das war ja ein schrecklicher Albtraum. Der Junge zitterte vor Angst, weil er es nicht gewohnt war, alleine zu sein. Da rief er nach seiner Omi. Omi, bitte komm schnell zurück. Ich zittere schon vor Angst. Doch er bekam keine Antwort, keinen Piep. Vielleicht hat der rote Fleck meine Omi aufgesaugt wie ein Staubsauger. Das hat der Junge gedacht, obwohl es dazu gar keinen Grund gab. Es war sehr still. Nur der Kühlschrank gab seltsame Geräusche von sich, als wäre er lebendig und würde in seinem großen Bauch gerade etwas verdauen. Die Vorhänge waren zugezogen und kein Licht drang durch die Fenster herein. Und in der Dunkelheit schimmerte der unheimliche rote Fleck vor tropfendem Tomatensaft. Der Junge beschloss, den gruseligen roten Fleck wegzuwischen. Doch dann begann im Wasserhahn etwas zu gurgeln und zu blubbern und es wackelte und ruckelte und zuckelte. Der Junge hatte wirklich Angst und zitterte in seinen Stiefeln. Oh je, das muss ein unheimlicher Rhinokrok sein, der in meinem Abfluss wohnt und mich holen will. Ach, Omilein, komm mich retten, ich habe ja solche Angst. Doch wieder bekam der arme Junge keine Antwort. Draußen wehte starker Wind und das Fenster schlug so plötzlich zu, dass beinahe das Glas herausgefallen wäre. Was für ein mächtiger Wind! Was für ein unheimlicher Lärm! Das muss ein entsetzlicher Rhinogator sein, der auf der Jagd nach Beute herumfliegt! Draußen vor dem Fenster leuchteten Blitze auf und der Donner grollte laut. Was war das für ein Getöse? Und in dem Moment hat jemand an der Tür geklingelt. Der Junge war ganz starr vor Angst. Das war bestimmt das Monster. Ich mache die Tür nicht auf. Dann sah und hörte er, wie sich langsam ein Schlüssel im Schloss drehte. Ich muss keine Angst haben. Ich bin ein großer Junge. Und so ergriff er den Besen, um sich damit zu verteidigen. Das Schloss klickte, die Tür knarzte. Und wer stand da in der Tür? Seine Omi. Oh, hallo, mein lieber Junge. Ich habe leckere Naschereien für mein Lieblingsenkel mitgebracht. Komm, mein Schätzchen, und nimm dir etwas davon. Dann legte sie viele feine Sachen auf den Tisch. Kekse, eine ganze Menge Erdbeeren und Bananen und Vanilleeis. Seine Omi hatte tatsächlich sogar ein paar schokoüberzogene Tomaten gefunden. Hier, ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil ich dich ganz allein zu Hause gelassen habe. Hattest du keine Angst, auch nicht vor Blitz und Donner? Ich doch nicht, Omi. Ich hatte überhaupt keine Angst, sagte der Junge zur Großmutter und fegte die Tomate weg, die er an die Wand geworfen hatte. Ich dachte, ich sollte dir besser beim Saubermachen helfen. Ich habe gar keine Angst. Ich bin ein großer Junge. Und bevor seine Großmutter Gelegenheit bekam, wieder zu verschwinden, wischte der Junge schnell den roten Fleck von der Wand. Erwachsene haben die ganze Zeit
Im Haus und draußen viel Arbeit. Wenn ihr mal alleine bleibt, jammert nicht die ganze Zeit. Eure Pflichten müsst ihr machen. Dann hat die Angst nichts mehr zu lachen. Schnappt euch Besen und auch Mopp. Vertreibt den Schmutz, hopp, hopp. Und hey, Tomaten an die Wand zu werfen ist wirklich nicht okay.